Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elite Dangerous Exploration. Nein, keine Angst. Das System, wo wir letztes Mal hier rein sind, habe ich so festgestellt, ist eigentlich ein vierer Sonnensystem. Die zwei habe ich gefunden. Wo die ist, habe ich keine Ahnung. Ich bin schon mal ein bisschen auf und ab geflogen und habe mal geschaut aus dem Fenster, aber so richtig war da nirgendwo was dabei. Mein anderes System, wir können es mal kurz zeigen. Ich muss mal kurz ab. Da ist die eigentliche Sonne, wo wir reingekommen sind. Da sind die anderen zwei Sonnen. Wo jetzt die letzte steckt, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nichts gesehen, dass hier irgendwas bewegen würde. Ich fliege jetzt nochmal ganz kurz drauf zu, dass ihr das System seht, wenn ihr wollt. Ich habe es nicht gesehen, dass sich hier irgendwo ein Stern im Hintergrund bewegen würde. Und damit ist das für mich auch erstmal abgeschlossen. Das muss hier einer, der hinfliegt, also selber hinfliegt. Ja. Und deswegen gehen wir hier schon mal auf Ufe Ziel. Wo ist es da? Ziel festlegen. Und Augenblick. Ja, wir kommen fast klein wenig vom Kurs ab, wenn ich das so richtig sehe. Aber das wird, glaube ich, nichts machen. Wir beschleunigen. Nur Zöllen. Achso, ich muss beschleunigen. Jo. Schauen wir mal, wann wir dann so ankommen. Ich habe das Gefühl, es wird ungefähr 400 Folgen dauern. Wenn ich nämlich auf die Systemkarte schaue, so richtig vorwärts sind wir noch nicht gekommen. Und eines der nächsten Ziele für mich wird sehr wahrscheinlich dann die Anaconda sein. Ein Objekt entdeckt. Schade, dass man Treibstoff nicht verkaufen können, weil das würde sich, glaube ich, auch lohnen. Also wir haben ja tatsächlich irgendein System, einen Planeten in der Nähe. Den schauen wir uns gleich an. Und er ist selbstredend auf der anderen Seite. Was sagt eine Systemkarte? Große Sonne, ein kleiner Planet daneben. Sehr schön. Mal kurz hier auf die Karte schauen. Wir sind eben nur noch einen Sprung vom nächsten Ziel entfernt. Also die Richtung passt noch so ungefähr. Da ist noch ein paar kleine Nebel. Ach ne, da unten. Da ist noch weiter weg. Ich müsste nur mal sehen. Kommt man hier vielleicht auch eine Spur weiter. Also das ist ein bisschen schade, dass man halt nicht mehr als, keine Ahnung, wie viel das eigentlich sind. Lichtjahre plotten kann. Was? Den haben wir schon. Da nochmal. Ist natürlich klar, dass der auf der anderen Seite der Sonne sein muss. Wir fliegen gleich mit durch die Turbulenzzone hindurch. Ist das cool? Ich weiß nicht, ob das extra Schaden macht, keine Ahnung. Es wird zumindest schon mal warm im Schiff. 100% Hitze, ja. Ich fliege aber irgendwie dran vorbei, kann das sein? Da wollen wir hin. Also wie gesagt, den können wir uns schon noch anschauen, denke ich, das ist jetzt kein Problem. Und der Schatten, der wirkt gerade, als wenn er uns da ein riesen Schiff überholt. Wahnsinn. Ich glaube, ich muss die Todes-, also die Dead Zone vom Joystick noch ein bisschen vergrößern. Oh, da ist noch ein Stern. Planet. Da links. Rechts sehe ich keinen. Aber da links, das verschwindet er gleich aus dem Bildschirm. Jetzt ist er weg. Und vor uns, da ist auch noch mindestens einer.
erst gleich bei der A-Säule. Jetzt ist er hinter der A-Säule, jetzt ist er hinter der A-Säule, jetzt ist er wieder davor. Ja komm, jetzt scannen. Jetzt haben wir hier mal einen Scanner rein, damit er gleich auftaucht. Wie ein Weihnachtsbaum. Plopp. Wusste ich's doch. Und wir fliegen mal wieder elegant dran vorbei. Och, ist das ein Kreuz, damit das, das ist ja... So, jetzt ist es rechts von uns, was wir uns noch anschauen wollten. Da kommt scan, scan, scannen. Bom. Ja. Wo ist er? Hm? Links, rechts? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn jetzt der, den ich noch gesehen habe? Da ist irgendwo noch einer. Ich sehe ihn nur gerade nicht. Verdächtig. Irgendwie verdächtig. Ist er das? Nee. Da ist er. Laden wir nochmal Gerät und schauen uns an, was er da... Und dann schauen wir. Schauen wir uns dann noch die Signalquelle an, dass da ein bisschen Action bei aufkommt. Wahrscheinlich wird eh nicht viel dabei sein. Wie ich das mal so vermute. So. 10 Sekunden. Ich bin mir halt noch nicht so ganz klar, wie ich das mit den Einheiten da eigentlich sehen muss, um das optimale Ergebnis zu bekommen, wenn ich anfliege. Hui, hui. Auf jeden Fall ist, glaube ich, dieses helle Band, was wir da sehen, die Galaxie, also der galaktische Kern. Nur so am Rande, ne? Das hat ja nichts mit einer Nexuswelle aus Star Trek zu tun. Nee. Das soll, glaube ich, die Milchstraße darstellen. So wie sie ist. Oh, da ist schon einer abgehauen. Wahrscheinlich wird da nicht mehr viel zu holen sein. Aber das habe ich schon öfters beobachtet. In dem Augenblick, wo da einer rauskommt, ist das dann meistens... Einer, der abgehauen ist. Scan detected. Sauber. Markgralf. Wen haben wir hier? Ein. Wo ist er? Da ist er. Was? Keine... Also ich glaube, die kann man hier eigentlich... Könnte man hier eigentlich alle ziemlich gefahrlos aus dem Raum hauen. Typ 6 Transporter. Scan detected. Ja, ich habe keine Fracht, weil ich habe nicht mal einen Frachtraum, Mensch. Aber das wären wahrscheinlich alles Piraten. Naja, gut. Dann fliegen wir mal wieder heraus. Ich weiß, meinst du, was ich hier tue? Oh, das hätte fast noch. Ich hätte vielleicht fast noch einen mitnehmen können beim Abflug. Jedenfalls, ich wollte ja eigentlich nichts scannen, ne?
Zoom. Warum muss ich bei dem wieder so nah dran? Ich habe noch nicht rausgefunden, was diese grauen Linien eigentlich sind. Wie nah muss ich ihn an den Kern da ran, Mensch? Das ist ein riesengroßer Planet, den kannst du doch. Den habe ich doch längst gesehen mit bloßem Auge. So. Na, haben wir's bald. Analysiert, aber irgendwo ist noch einer. Jetzt fliege ich noch mal grob. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Fliegen wir noch mal grob Richtung Sonne. So ein bisschen Speed und schauen noch mal nach links und rechts. Vorhin habe ich es aber auch schon mal gesehen. Ich weiß, dass ich vorhin noch einen dritten Planeten gesehen habe. Die Frage ist nur, wo? Weil hier sehe ich jetzt gerade keinen. Seht ihr einen? Der da hinten. Also den kennen wir ja schon. Drehen jetzt einfach mal hier so weit herum. Ganz da hinten. Ist das noch einer? Da. Da hinten. Irgendwo hat sich noch was bewegt. Da rechts. War das der da rechts? Problem, sobald man auf einen zufliegt, sieht man ihn nämlich auch nicht mehr. Da ist. Also vor mir ist noch einer. Und da drüben ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Eine Signalquelle ist mir gerade sowas von egal. Genau, das ist eins. Signalquelle. Und naja, das ist keiner. Das ist der andere. Wenigstens kann das nervenaufreibend. Das ist ja schlimmer wie eine Partie Schach. Nicht wahr? Na komm. Ich frage, ob das der war, den ich vorhin gesehen habe. Zwei noch gefunden. Schauen wir mal ganz kurz in der Systemkarte. Das sieht aus, als wenn da noch zwischendurch einer fehlen würde. Ich kann mir nicht helfen. So, magst du mal bitte scannen, Kollege? Und das eine, der da fehlt, ist bestimmt der, den ich vorhin schon mal gesehen hatte. So, 30. Na, wann scannst du denn? Komm.
Jetzt. Ja, ist das Leben als Explorer nicht schön? Vor allem, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Vorräte ich an Bord habe. Weiß nicht, wie viele Tassen Kaffee man an so einem Laderaum. Also, ich habe eigentlich keinen Laderaum. Und ich finde es eigentlich schon fast gut. Ich muss ja keine Verpflegung oder sowas mitnehmen. Das wäre ja auch noch. Man muss Wasser, man hat eigentlich nur seinen Sauerstoff und alles andere wird wahrscheinlich per Replikator aus den Schiffssystemen gequetscht. Ich wüsste nicht, wie das sonst funktioniert. Eins oder fehlen sogar vier, also einer fehlt auf jeden Fall noch. Naja, schauen wir mal, ob wir den anderen finden. Umdrehen müssen wir so oder so. Super. Und beschleunigen wir mal vorsichtig. Und schauen mal zum Fenster heraus, wo wir noch einen sehen. Also sobald wir einen sehen, fliegen wir zu dem hin. Und ich hoffe ja mal, dass er wenigstens so ganz grob in der Ekliptik liegt. Aber das da oben ist nur Dreck auf der Scheibe, also auf dem Hintergrund. Fliegen wir ein bisschen über die. Hoppla. Entschuldigung. Das wollte ich auch mal umstellen. So, was sagt er da? 25 Sekunden. Weil da ist ja eigentlich einer sein sollte, der zwischen den ganzen hier noch hängt. Da ist er. Da ist er. Kommen wir da bis hin? Ach, den finden wir nachher wieder. Ich habe ihn zumindest gesehen. Da rechts. Dort ist er. Da ist er. Mittig im Bild. Auf der Linie. Also die haben sich jetzt schon ein bisschen fies versteckt. Echt mal. Ich schaffe ungefähr in einer Folge ein System. Kann das sein? Nee. Also es tut... Ach nee, wieder zu schnell. Es hilft nichts. Ich muss da was dran ändern. Ich muss schneller fliegen. Auch wenn mir ein Haufen Knete verloren geht. Oder ich überspringe einfach ein paar... Folgen, aber das ist natürlich auch wieder blöd. Ich habe da schon beim Mining einen ganzen Haufen weggelassen. Ein Eisplanet der Anarchie. So, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Das ist eine Signalquelle. Das ist der Planet. Wir müssen ungefähr. Jetzt muss ich mal ein bisschen treten. So, das ist dieses System. Oh. Wo ist denn jetzt der, den ich vorhin gesehen habe? Da müsste ja irgendwo grob in diese Richtung gewesen sein. Richtig? Na? Komm, so weit weg kann er doch nicht mehr sein. Er muss irgendwo hier zwischen dem ersten und, was haben wir gesagt? 1, 2, 3, 4. Na, ist 3, 4, das heißt, er müsste eigentlich jetzt wahrscheinlich eher rechts von mir sein, links von mir sein. Da ist er. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Komm her, du. Ich meine, wie kann man eigentlich einen Planeten verlieren? Ist ja nicht so, als wenn der in der Hosentasche einfach mal so rausfällt.
Aber warum ist er so weit draußen? Ich hoffe, er ist es auch. Ich hoffe, er ist es. Wenn ich hier zur Seite fliege, da bewegt er sich ruckzuck. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin schon ziemlich nah. Ich glaube, ich bin sogar schon ganz schön nah. Luft, da ist er. Vor allem, wenn man einmal sowas gefunden hat, dann lässt man, oder kann ich nicht eher loslassen, bis ich es gefunden habe. Das ist so dieser Drang. Das ist genauso wie in jede Kiste reinschauen, in jede Höhle reinschauen. Jedes Ding raiden, looten, was auch immer. Das ist irgendwie so dieser innere Zwang dahinter. Das ist echt schrecklich. Das wäre jetzt schön, wenn du ein bisschen bremsen könntest. Verlangsamen würde ich ja gerne schon tun. Jetzt komm unter Licht, Mensch. So. Dann können wir jetzt nochmal auf die Systemkarte schauen. Genau, das war der, den wir gesucht haben. Der ist jetzt da. Ein Glück. Und gleich noch hier rein. Immer Schmott außen. Und es liegt nur ein Haufen Schrott herum. Chemiemüll. Das wollten wir alles nicht. Also, Ziel ist da. Ziel ist beschleunigen. Und wir springen. Damit in die nächste Folge. Ich entschuldige mich nochmal, dass es doch ein bisschen lahm ist, weil wir nur hier exploren, aber es geht nicht anders und ich kann mich immer nicht beherrschen. Trotzdem danke fürs Zusehen und hoffentlich schaut ihr in der nächsten Folge auch nochmal rein. Bis dahin. Tschüss.